Hallo, hallo, herzlich willkommen in einem neuen Video. Warum sollst du aufhören, dir Dinge vorzunehmen? Diese ganzen Vorstellungen, die wir haben, kommen jetzt wieder Silvester auf den Tisch. Im nächsten Jahr, was soll da alles anders werden? Im nächsten Jahr, will ich da alles anders machen? Das sind alles Bedingungen. Wenn du das erkennst, dass diese Bedingungen, dieser Wunsch deiner Silvestervorgaben, Vornamen aus einer Person, aus einer Identifizierung mit jemandem, der nicht gut genug ist, entsteht. Verstehst du, warum du das lassen sollst? Du sollst jetzt und nicht in Zukunft entscheiden und dir nicht etwas vornehmen. Entscheiden, wer du wirklich bist. Entscheide dich für dein Divine Design. Entscheide dich für deine Perfektion. Entscheide dich gegen die Geschichte aus deinem Ego, aus deiner Vergangenheit, gegen die Historie, die du mit dir trägst. Und starte neu. Ohne Bedingung, ohne Erlaubnis, einfach weil Energie einfach neu starten kann. Jeden Moment kann Energie die Richtung wechseln. Jeden Moment ist es für dich möglich, die zu sein, der zu sein, als der du dich wohlfühlst, gut genug, nicht im Mangel, komplett erfüllt, in Freude, in Begeisterung, in Leichtigkeit, in Faszination von dem, was alles möglich ist. Also, sich nichts mehr vornehmen. No New Year's Resolutions. Mir fällt das deutsche Wort irgendwie die ganze Zeit nicht richtig ein, aber du weißt, was ich meine. Warte nicht auf irgendeinen Moment, warte nicht auf einen Zeitpunkt, wenn der Zeitpunkt ist immer nur jetzt. Und jetzt kannst du alles umsetzen. Jetzt setzt du eh schon um. Aber du setzt eben die Dinge um. Du agierst und denkst und meinst und konzeptierst, machst Konzepte, die nicht dementsprechend, was du möchtest, was du erleben möchtest, als wer du über diesen Erdboden gehen möchtest. Und das ist das Umsetzen. Das ist das. Das heißt Umsetzen. Diesen Moment nutzen, um zu sein. Diesen Moment nutzen, in diesem Seinszustand zu sein, in dem du dich erfüllt fühlst. Jeden Moment, diesen Moment. Keine Vergangenheit mehr, keine Zukunft mehr. Die neue Zukunft bildet sich aus dem neuen Jetzt. Du hast alles in der Hand, du hast alles, alles da. Du bist ausgestattet, du bist ausgerüstet. Du musst nur anfangen, diese Ausstattung kennenzulernen, deinen Geist, deine Denken, deine Gedanken kennenzulernen und zu erkennen, wie daraus deine Welt und deine Erlebnisse entstehen. Ja, du hast alles, es fehlt dir nichts. Jetzt bist du bereit, jetzt kannst du starten. Und wann kannst du starten? Indem du sicher weißt, dass du dich auf dieses Prinzip verlassen kannst. Indem du sicher weißt, dass alles du bist, alles deine Energie und dass da draußen nichts und niemand gegen dich arbeiten kann, außer deine eigene Vorstellung von dem, was da draußen ist. Ja, ich hoffe, dir habe ich geholfen, mit diesem Video wieder mehr Klarheit zu kriegen. Gehe diese Schritte. Du holst dir hier in meinem Kanal das Verständnis. Du erwirbst das Wissen. Du erwirbst die Klarheit, die in dir schlummert, bringst du nach außen. Du wendest es an. Du lebst nach diesem Prinzip. Nach diesem Prinzip, ich bin die Energie, die ich bin. Ich bin die Vorstellung, die ich bin. Ich bin alles, was ich sein will. Das wendest du an. Du lernst so zu denken, du lernst die Welt so wahrzunehmen, du lernst so Rückschlüsse zu machen, du lernst solche Überzeugungen zu transportieren. Das ist Anwenden. Und der dritte Schritt ist Gestalten. Du gestaltest dein Leben. Du gestaltest alles. Du generierst in deiner Vorstellung, du kreierst und plopp, zeigt sich's im Außen. Aber darauf wartest du gar nicht, sondern du weißt, du freust dich schon. Einfach nur so fest, weil du weißt, ich bin's jetzt, ich bin bei mir angekommen, ich kann alles gestalten. Und in diesem Zustand möchte ich dich begleiten,
wenn du Hilfe möchtest. In diesen Zustand möchtest du. Deswegen heißt mein Business auch mywellfeeling.com. Auf dieser Homepage findest du übrigens all meine Angebote. Wir haben so viele geniale Sachen, die jetzt anstehen, vor allem auch das Divine Design Fest in Wien am 16. und 17. Dezember. Und ich hoffe, du kommst und meldest dich an. Und es gibt Masterclasses, Mini-Masterminds. Aber du bist gefragt. Du bist gefragt. Nicht mehr nur zu konsumieren, sondern auch zu trainieren. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video.